The room was bare, severe, white. A room with no history, no memories, no pictures on the walls. A window at the back, a chair, a piano. He sat down here in the middle of the room, and taking a sip of red wine every now and then, began to talk about his life, his encounter with power, and the impact of his music. He loved to talk, although at times he would stop in those places where he should have started. Outside, the sun was shining. Nobody could make him think any thoughts that he had not allowed into his memory a long time ago. He had always admired beauty, so this was the right place for him. He was facing a lush, friendly vegetation, full of life. He saw the camera and the microphones as a kind of mirror reflecting his own life back to him, untarnished. Eigentlich wollte ich nie Komponist werden. Ich wollte gern Musiker werden, aber komponieren? Ich dachte, wozu muss man komponieren? Es gibt so viel schöne Musik auf der Welt, man muss nicht neue schreiben. Ich wollte Kapellmeister werden, und zwar zweiter Kapellmeister. Ich liebte Carmen und ich liebte Zaren Zimmermann, also auch Mozart, die leichteren Sachen. Und das machte bei uns der zweite Kapellmeister. Und deshalb war das eigentlich mein Berufsziel. Zweiter Kapellmeister in Braunschweig. Dachte ich, das kannst du eines Tages mal erreichen. Ich habe eben immer das Gefühl gehabt, ich bin ein Mittelmaß. Das heißt, ich bin kein besonders begabter oder besonders genialer Mensch oder Übermensch, um Gottes Willen. Aber ich bin auch kein inferiorer Typ, sondern ich gehöre zum Mittelmaß. Und ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt im Mittelmaß, weil ich dann auch sehr viele Kameraden hatte, die eben auch Mittelmaß waren. Und ich halte auch meine Eltern und meine Familie und alle halte ich für Mittelmaß, für gutes Mittelmaß. Büdelein ist noch so klein, ist noch so dumm. Ein armes Wumm muss still liegen in seine Wiege und hat doch keine Hus. Ich, ich, und ich bin schon so groß. He spent his childhood in Braunschweig, his youth in Cologne. His father, a former army doctor, had climbed the social ladder to become professor of pathology. His mother came from a respectable middle-class family. They taught him the basic rules, to tell good from evil, and to have as many faces in life as there are doors to open. Du musst dir eins merken im Leben. Beziehungen ist das Wichtigste. Du musst sofort einen Besuch machen, einen Antrittsbesuch. Da ziehst du dir einen schönen Anzug an, dann musst du am Sonntagvormittag hingehen, bringst einen Blumenstrauß und bringst eine Empfehlung von Professor so und so an Professor so und so. Und das hilft dir weiter im Leben. Nicht nur die Arbeit und der Fleiß, sondern der Fleiß natürlich auch, nicht? Aber auch Beziehungen. Daran habe ich mich sehr gehalten. Ich habe diese Besuche alle gemacht. Fand sie furchtbar lästig, aber ich habe sie gemacht. Ich dachte, das muss man machen. Also ich war so geprägt, der typische preußische Untertanensohn, möchte ich mal sagen. Ja. Wir wurden ja auch in der Schule sehr streng erzogen, sehr konservativ und streng. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wie es in der Schule ging. Das fing ja mit dem Aufstehen an und mit dem Niedersetzen und mit dem immer stramm stehen vom Lehrer wie vor einem Militär. Das war ja eine fast militärische Disziplin. Also ich weiß noch genau, wenn wir einen neuen Lehrer bekamen, nicht? Und der kam rein und das klappte nicht mit dem Aufstehen. Da sagte er also, ich will das vergessen, ich gehe noch mal raus und ich komme noch mal rein. Und dann geht das zack, zack. Wenn ich sage, guten Morgen, dann zack, zack, steht ihr auf und
Gegrüßt euren Lehrer. Und meine Großmutter und mein Großvater, die spielten in ihrer Freizeit gerne vierhändig Klavier. Und da lernte ich auch bei ihnen schon Mozart-Sinfonien und Ouvertüren von Opern und sowas. Vierhändig hörte ich das zu. Die waren sehr musikalisch. Und meine Großmutter saß dabei, wenn ich nun Klavier üben musste, mit einem langen Brieföffner. Und bei jeder falschen Note, ting, ging das auf die Finger. Gab es einen Klaps, also ich habe sehr streng lernen müssen. Und mein Großvater, der fing doch schon immer damit an, der Schröer, bei dem ich ja wohnte, der war nun Österreicher und er hatte lauter jüdische Freunde und jüdische Bekannte und jüdische Kollegen. Aber wenn der morgens die Zeitung las und las die Hochschulnachrichten, da ist wieder einer berufen worden nach Köln an die Universität. Schon wieder ein Jud, sagte er. Schon wieder ein Jud. Das habe ich noch direkt im Ohr. Also man sprach davon und sagte, die Presse ist in jüdischer Hand und die Theater sind auch in jüdischer Hand. Und das stimmte. Das war ja, aber das haben wir schon so eingeimpft bekommen. Nicht, dass wir sagen, ja, die sind eben besonders gut oder die eignen sich besonders gut für diese Berufe und deshalb machen die das. Sondern man sagt, nein, das ist eben, das ist das jüdische Zersetzende, die eine Kultur zersetzen und ihre Leute überall reinsetzen und bringen und der Arie schaut in den Mond. Man hat gesagt, naja, die Nazis haben sicher in einigen Dingen recht. Das ist eine zu große Überjudung, Überfremdung der deutschen Kultur. Ich habe ja in meinem Leben zum Beispiel nie dieses Buch gelesen, Der Kampf, Mein Kampf. Ja. Ich habe es überreicht bekommen bei der Eheschließung. Nee, bei der Eheschließung, bei der zweiten erst. Bei der zweiten Eheschließung, das war im Kriege, bekam man das überreicht vom Standesbeamten, weil man nun ein Bürger dieses nationalsozialistischen Staates war, eine Ehe. Das wurde im Bücherschrank gestellt und ich habe gedacht, ich weiß, das ist ein Pamphlet. Darüber wurde er, ich kenne das aus Zitaten von der Weltbühne, wenn da zitiert wurde, was der Hitler alles gesagt hat und wundert euch nicht, da steht es doch schon drin und so. Da habe ich gesagt, na, es muss ja ein furchtbares Pamphlet sein, aber das lese ich doch nicht. Wozu soll ich das lesen? Ich habe das nie in meinem Leben gelesen. Und bis heute noch nicht. Eigentlich sollte ich es mal lesen, aber ich habe gedacht, nun ist auch zu spät, es hat keinen Zweck mehr. Jetzt weiß ich ja schon alles, was draus geworden ist und jetzt brauche ich das nicht mehr zu lesen. Doch eine Frage? His career began. In 1931, he joined a group of students called the Four New Sounds in a satirical review in Munich. He used the pseudonym Frank Norbert. With Helmut Keutner, Kurt Heiner, and Bobby Todd, he toured Germany. They soon became popular and successful. Frank Norbert was especially successful with the singer and actress
Vera Spur, who was fascinated by his pianist's hands. Sagen Sie mal, Sie knabbern wohl die Fingernägel, ne? Ich denke, diese Kette Rübe, ja, was geht die das an? Aber ich fühlte mich ertappt und sagte, nein, das ist Zufall, das ist nein, ist gar nicht, nicht? Also es war mir sehr peinlich, aber ich dachte, da hat sie mich sofort zum Kaffee eingeladen, auf unserer ersten Tourneestadt in Dresden, und sagte, kommen Sie mal zu mir zum Kaffee, ich muss Ihnen die Nägel machen. Ich denke, was? Ich bin hingegangen und da hat sie schon alle meine Kürsachen da gehabt und hat gesagt, so können Sie doch nicht rumlaufen. Wieso klammern Sie Nägel? Haben Sie das nötig? Was heißt denn das? Die hatte natürlich Freud gelesen, ich nicht, war viel zu ungebildet. Ja? Und sie hatte ja recht, ich war ja verklemmt. Ja? Und sie hat also mich wirklich entdeckt und dann habe ich gesagt, das ist ja toll, das ist ja eine Frau, die muss ich haben. Und ich habe mit 21 Jahren geheiratet. Da kannte ich sie noch kaum 6 Wochen. Habe geheiratet und wollte auch sofort eine Familie gründen. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Da, 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 da. Un, deux, trois. Das bedeutet Tränen, oh mon Dieu. Slowly and insidiously, explanations were required of him. When he got a job as repetiteur in Heidelberg, the director called him to his office and asked him a few questions. Norbert, ich habe hier Meldungen. Erstens, Sie sind gar nicht arisch und der Name Schultze ist eine Tarnung. Sie heißen in Wirklichkeit Frank. Da konnte ich nur lachen und konnte ihm sagen, wie das zusammenhängt mit Frank Norbert und dass das also ein großes Missverständnis ist und konnte ihm versichern, ich sei also ganz arisch. Damals war eben schon ein solches Durchkämmen, dass also jüdische Künstler merkten, dass sie auf die Dauer nicht nur mit Sondergenehmigung und vielleicht noch kurze Zeit bleiben durften. Ich war ja ganz froh, dass ich also Arier war. Gott sei Dank, Mensch, ich hätte ja auch Jude sein können, ne? Hätte ich ja Pech gehabt. Gott sei Dank, Mensch, ich hätte ja auch Jude sein können, ne? Hätte ich ja Pech gehabt. Das hat schon immer gegeben. Nur, das war bei den Nazis natürlich besonders konsequent. Die haben gesagt, nein, wir machen also eine neue Kulturpolitik und jüdische Intendanten oder jüdische Schauspieler können wir nicht brauchen. His career was assured, because so many had to leave. He knew some of them. Hartung, the theatre manager who had employed him in Darmstadt in 1933, had already left when Schultze became repetiteur. Although he was not at risk, he played safe and joined the Struggle for German Culture League in 1933. However, his memory is not clear. Weiß ich nicht. Ich war ja in keiner solchen Organisation, dann habe ich gedacht, Mensch, irgendwas musste, was gibt's denn da? Irgendwann. Ich habe keine Ahnung mehr.
Kampf und keine Ahnung. Kenne ich nicht mehr. Ich wusste gar nicht, dass ich da Mitglied war. Weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht bin ich da auch nur eingetreten, damit es so aussieht, als wenn ich also auch ein guter Nazi bin. Ja? The enemy within. Subversive forces. The German spirit. He belonged. And when his opera, Black Pete, became his first big success in 1936, he knew the reason. He had made his pact with history. Schwarzer Peter wäre nie so ein Erfolg geworden, wenn nicht die jüdischen Komponisten damals weg waren und plötzlich eine Lücke da war im Spielplan. Es gab ja keine Neuheiten, die man aufführen konnte, außer da war der Herr Schultze. Na wunderbar, der ist arisch. Na spielen wir das. Schwarzer Peter, Schwarzer Peter! Ich will mal zeigen, die wichtigste Nummer aus Schwarzer Peter wurde ja dann Ach, ich hab in meinem Herzen. Das ist das Liebesduett der beiden Kinder, wie die in der Heide sitzen und singen. Kaum kann man das Singen nennen. Ach, ich hab in meinem Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz. Ja, mir ist mit einem Mal tief da drinnen so ganz wunderlich ums Herz. All meine Blumen will ich dir schenken und du sollst immer zu an mich denken. Ja, mir ist mit einem Mal tief da drinnen so ganz wunderlich ums Herz. Ja, mir ist mit einem Mal tief da drinnen so ganz wundersam ums Herz. Die Hamburger Staatsoper nahm das Stück an. Und nun sagte mir Schmidt-Isserstedt, du musst aber eine Partitur schreiben für großes Orchester. Und deine Chorstimmen, da musst du richtig einen Chor machen, mehrstimmig. Und nicht nur so Ensemble für Schauspieler. Und einiges musst du auch eine andere Lage legen, denn der Tenor, der kann gar nicht so tief singen, wie du singst. Da musst du schön in die richtige Lage. Also, ich habe mir das zu Herzen genommen und habe mir die Partituren von Freischütz und von Entführung und so daneben gelegt und von Fliegen Holländer und immer nachgeguckt, auch wie die das instrumentiert haben. Ich hatte ja das nie richtig gelernt. Also auf der Hochschule, ich hatte ein bisschen Instrumentationskunde gehabt, aber in der Praxis versagte das. Wie legt man die Hörner, wie schreibt man die Trompeten und in welche transponierende Instrumente und so weiter, das ist ja gar nicht so einfach. Ich hatte immer diese Partituren neben mir liegen, und habe gesehen, ah ja, so macht das Zauberflöte, dieser wunderbare Bläserakkord, so geht der. Ah, das mache ich auch so. Hier lege ich die Hörner, da drüben die Trompeten und dann hier die Klarinetten. Also ich habe das alles nachgemacht, wie es die großen Meister gemacht haben. Und das wurde ein großer Erfolg. Ich schenk dir welche,
Ich habe ja auch keinen neuen Stil entwickelt. Ich habe ja nichts Neues in die Musik gebracht, sondern ich habe das, die aus der Masse, aus dem Teig, der da schon da war, habe ich ein neues Brötchen gebacken, aber keine neue Form von Brötchen oder so. Es gab vorher schon welche und den Teig gab es auch schon. Es gab alles schon. Es ist nur, also ich bin ein richtiger Gebrauchsmusiker. The government needed musicians for the coming war. They were lured by the reward of exemption from military service. Und ich war sehr bemüht, jetzt weiter einen Schluss zu bekommen, weitere Filme zu machen. Denn jetzt kam der Kriegsausbruch. Und der kam ja nun vollkommen verquer. Ich dachte ja, nun ist alles zu Ende. Ich dachte gar nicht an die allgemeine Lage, dass der Krieg, das war mir gar nicht so wichtig. Ich dachte an meinen Beruf. Ich war so egozentrisch, so besessen von dem Beruf, den ich nun glaubte, jetzt habe ich ihn aber im Griff und ich werde also ein toller Komponist und so. Jetzt kommt der Krieg und ich werde einberufen. Endlich bekam ich einen Anruf von der Tobis. Herr Schultze, kommen Sie mal her, wir haben einen Film für Sie. Na Gott sei Dank, sage ich, endlich. Ging dahin und da sagten die, ja, der Film heißt Feuertaufe und das wird ein Dokumentarfilm. Der wird nicht veröffentlicht, der wird nur fürs Archiv gemacht, im Auftrag der Luftwaffe, also des Luftfahrtministeriums, Göring. Er möchte, dass seine Waffe, die Luftwaffe, die er aufgebaut hat, nun ihre Feuerprobe bewährt hat in Polenfeldzug, dass dies also dargestellt wird, dokumentarisch festgehalten wird. Und ich sagte, na und dann mit Musik? Ja, ja, das muss mit Musik und mit Kommentar, das muss ein Kunstwerk werden. Okay. Also ich dachte, Gott sei Dank, nun bin ich aus allem raus. Und dann habe ich also diese Musik geschrieben. Erstmal musste ich zum Luftfahrtministerium wegen meiner UK-Stellung. Und da kam die große Überraschung. Ich gebe da meine Papiere ab. Ich sage, ich komme hier zur UK-Stellung und der Offizier war ein Kollege von mir, Knorr, ein Komponist, aber in Luftwaffenuniform, der saß da und sagte, ja, Herr Schultze, ich kann Sie nicht UK stellen. Ich denke, was? Wieso nicht? Sie stehen auf der Führerliste. Und natürlich wollte ich wissen, wie bin ich denn auf diese Liste gekommen? Und da habe ich mich erkundigt und habe erfahren, dass in der Uraufführung Schwarzer Peter 1936 in Hamburg ein Vertreter des Propagandaministeriums gewesen ist, ein Dr. Scherler, den ich nie kennengelernt habe. Und der soll berichtet haben in Berlin, da ist also ein junger Komponist und der hat einen Erfolg mit dieser Oper und den wollen wir mal auf die Liste setzen, derer, die im Kriegsfalle nicht einzuberufen sind. Endlich ein Nachwuchs, wo gar keine Zweifel bestehen, der ist rein arisch und der heißt Schultze. Also das ist ja, was wir suchen und was wir brauchen. Den müssen wir uns warm halten, ja? Ich dachte, also bin ich doch auf dem richtigen Wege, auch mit meiner Musik. Ich liege auf der richtigen... Das ist ein Staat, der also seine Künstler zu schätzen weiß und einen jungen Komponisten entsprechend belohnt. Also ich war ganz stolz, dachte, ich bin einer von den Auserwählten. Ich erfuhr dann, wer noch auf der Liste steht. Ja, das waren alles prominente Sänger, Kapellmeister, Maler, Komponisten, rein arische Kunst, also deutsche Kunst, nicht? Die Deutschen ganz groß oben. Gott, das war das, was mir meine Eltern immer schon gesagt hatten. Nicht? Für die war auch Deutschland über alles.
Da gab es Aufnahmen, ganz lange Fahrten. Ach, das dauerte fast eine Viertelstunde. Nur über die Häuserkrater geflogen und in diese Häuserkrater hinein fotografiert. Das war damals sensationell, weil man das überhaupt noch nicht gesehen hatte im Film. Eine vollkommen zerstörte Stadt, lauter Ruinen. Und das war natürlich ganz ergreifend. Und ich habe überlegt, was mache ich? Und da habe ich gesagt, hier mache ich einen ganz tollen Trauermarsch. Das muss noch größer sein als Beethovens Eroica. Das muss noch ein unwahrscheinlicher Trauermarsch sein. Und das war mein Modell immer, die Eroica. Und dann habe ich das auch komponiert. Und als das vorgeführt wurde, damals haben wir noch zum Bild die Aufnahmen gemacht. Da saß das Orchester und hinten war eine große Leinwand. Und da wurde also der Film in einzelnen Szenen vorgeführt. Also immer so 5-minutenweise. So, jetzt lief das ab, man sah diese Ruinen und jetzt hörten die Leute meinen Trauermarsch. Die Leute, damit meine ich der Stab, Bertram, die Luftwaffenoffiziere, die als die Auftraggeber nun wissen wollten, was geschieht mit dem Film, wie wird die Musik sein, was hat der Schultze komponiert, hörten sich das an. Und plötzlich sprang einer auf und sagte, Moment, abbrechen, schicken Sie das Orchester raus, eine Pause. Ja, was? Große Beratung. Ich sage, was ist passiert? Herr Schultze, was haben Sie sich denn gedacht? Man kriegt ja Mitleid mit den Polen, wenn man ihre Musik hört. Habe ich gedacht, was? Er hatte recht, habe ich gesagt. Was soll man denn sonst empfinden? Wenn man das sieht, dann muss man doch Mitleid, und das muss ich doch vermitteln. Das muss ich sogar unterstützen. Ja, das geht auf keinen Fall. Große Beratung. Hans Bertram war verzweifelt. Ich dachte schon, ich muss die Musik ändern. Ich dachte, das mache ich nicht. Nee, also da kämpfe ich jetzt, weil ich merkte, das war mir gelungen. Dieser Trauermarsch ist ja gut und der passt zu dem Bild. Was war? Bertram hatte plötzlich die Idee und sagte, mein Herr, da kann gar nichts passieren. Das kann ruhig alles so bleiben mit dem Trauermarsch. Da lege ich einen Text drüber. Und tatsächlich aus den Wolken kommt dann im Film, das kann man heute noch hören, ein Text, der ungefähr lautet, und dieses Grauen und dieses Elend werden Sie eines Tages vor der Geschichte zu verantworten haben, Herr Chamberlain. Sagen Sie nun, Herr Chamberlain, hier können Sie sich von der Katastrophe überzeugen, in die Sie die polnische Hauptstadt gestürzt haben. Fürchten Sie nicht den Fluch eines verratenen Volkes? Hier haben Sie das Ergebnis Ihrer gewissenlosen Kriegspolitik. Alles dies ist Ihr Werk. Eine Schuld, die Sie einmal vor dem Weltgericht zu verantworten haben. Und merken Sie sich eins, so ist es, wenn die deutsche Luftwaffe zuschlägt, sie wird auch den Schuldigsten der Schuldigen zu treffen wissen. Da
Da hat der Führer gesagt, dieser Film muss sofort in die Kinos kommen, mit 60 Kopien. Das ist für uns ein unerhörtes Propagandamittel. Und da hat er gesagt, da muss ein Lied oder irgendetwas sein. Unser neuer Feind für die Luftwaffe ist England. Damals wurde er beabsichtigt, eine Invasion zu machen auf die englische Insel. Und da hat er gesagt, und da muss ein Schluss, der alle aufpeitscht und sagt, und jetzt gegen England. Und das Lied ging nachher, Kamerad, tschung, tschung, Kamerad, tschung. Na, ich muss dazu erzählen, wie das entstanden ist. Da habe ich ja mitgewirkt, auch am Text. Denn mein Freund, der Wilhelm Stöppler, ein Rheinländer, Produktionsleiter, der auch schon Romancero Marocchi gemacht hatte, als Produktionsleiter, der sagte, also das machen wir selbst jetzt, das Lied, das dichten wir, ich dichte. Und er fing an, wir fühlen Horsten und Höhen des Adlers verwegenes Glück. Wir stürmen zum Tor der Sonne empor, wir lassen die Erde zurück. Ich sage, stopp, Willi, das ist wunderschön, aber das singt doch kein Lanzer, was du da gemacht hast. Ja, wie denkst du denn? Ich sage, pass auf, das muss heißen, Kamerad, tschung, bumm, Kamerad, tschung, bumm. Alle Mädels müssen warten. Ja, guck mal, sowas singen die. Sagt er, das ist gut, das nehmen wir. Warten, warten, starten. Der Befehl ist da, wir starten. Na, siehst du, sag ich, das passt doch wunderbar. Immer Kamerad, tschung, bumm. So wurde das Lied gemacht. Und er hat natürlich gemacht, Bomben auf England. Das hat er, also das ist auch ganz egal, ob ich die Zeile erfunden hätte oder nicht. Ich habe jedenfalls dabei gesessen und ich könnte nicht sagen, ich wusste nicht, was das für ein Text ist, natürlich. Bei der Spruchkammerverhandlung, da wurde ich von dem englischen Ankläger gefragt, wie konnten Sie, Norbert Schultze, gebildeter Mensch mit Abitur, Sie mussten doch wissen, was England für eine Kulturnation ist. Wie konnten Sie ein Lied schreiben, Bomben auf England? Und da habe ich den gefragt, wohin sollten denn unsere Flieger ihre Bomben werfen? Ich bin hallo. Wir fühlen in Horsten und Höhen des Adlers verwegenes Glück. Wir stürmen zum Tor der Sonne empor, wir lassen die Erde zurück. Kamerad, Kamerad, Almedes müssen warten. Kamerad, Kamerad, der Befehl ist da, wir starten. Kamerad, Kamerad, die Losung ist bekannt. Ran an den Feind, ran an den Feind, Bomben auf England. A 4/4 beat, going from minor to major, linking different levels as though they'd always belong together.
The menacing, the beautiful, the boisterous. The transition's hardly noticeable. The simplicity of a folk song. That's his secret. Bomb auf England wurde ein großer Erfolg durch diesen Film und vor allen Dingen dadurch, dass es sofort in alle Wochenschauen übernommen wurde und auch im Rundfunk gespielt wurde. Und es wurde zum Lied der Nation erklärt. Das heißt, es durfte in Gaststätten gar nicht gespielt werden. Dazu sei es viel zu feierlich, genauso wie das Deutschlandlied und das Horst-Wessel-Lied. Also Bomben auf England war tabu. Und es ist ganz erklärlich, dass ich mit diesem Lied besonders identifiziert wurde später. Es gibt so viel Schulzes auf der Welt, also ich wurde der Bombenschulze. So wie mein Vater, der also Leichen aufgeschnitten hat, als Professor der Leichenschulze war. More success, obligations and gentle pressure were in store for Bomber Schulze. He was unperturbed, even pleased when they asked him to join the party. Herr Schulze, die Partei ist wieder auf. Die war nämlich gesperrt gewesen nach 33. Die ist wieder auf für Leute, die sich verdient gemacht haben um den Staat. Und da habe ich sofort mit unserem Ortsgruppenleiter gesprochen und habe gesagt, da wäre doch der Norbert Schulze, wäre doch der richtige Mann, wollen wir den? Ja, und der war sofort dafür und hat gesagt, sprechen Sie mit ihm. Also, Herr Schulze, Sie können in die Partei eintreten. Und als er mir dann sagte, und wie viel darf ich einsetzen als Beitrag, er hatte so eine Liste da. Und ich wusste, das ist gestaffelt, man kann also etwas mehr, etwas, da habe ich gleich gesagt, also den höchsten Beitrag. Das ist selbstverständlich. Und ich fand mich auch verpflichtet, den höchsten Beitrag zu zahlen, denn ich verdankte ja doch sehr viel, durch die Führerliste allein schon. Ich verdankte ja diesem Staat sehr viel. Natürlich, Leute wie Käutner, mit dem ich ja doch ziemlich intim befreundet war, der hat immer gesagt, also der wusste das aber nicht, dass ich in der Partei war, aber der hat mir wegen Bomben auf England gesagt, also das hättest du nie schreiben dürfen. Norbert, wie kann man denn sowas schreiben? Sag ich, na und, was machst denn du? Du machst ja auch hier Filme für die Nazis. Machst du nicht? Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir da uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unser beider Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Schon rief der Posten, sie blasen Zapfenstreich, es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würd ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen zieren Gang, alle Abend brennt sie, nur mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leids geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich
bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Lili Marleen was not immediately the success it was to become during the war. When he set Hans Leip's rather unspectacular poem to music in 1938, nobody was interested. Lala Anderson, an old friend of his, he knew her from the days when she still called herself Liselotte Wilke, was not a star yet either. Then she sang Lili Marleen at a concert for the Wehrmacht, and people began to take notice. Und das war alles im Frühjahr 1939 und die Elektrola sagte, also die Wehrmacht ist im Kommen und wenn wir das Lied umnennen, könnte das ein Erfolg werden. Wir nennen es Lied eines jungen Wachtpostens und wir beginnen mit dem Zapfenstreich, mit dem preußischen Zapfenstreich. Da, 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 da. Und dann wird das vielleicht ein Erfolg werden. They were right. The Wehrmacht was on its way. The Lili Marleen myth was born with the Second World War. Norbert Schultze's song became the symbol of the wrong kind of consolation for the wrong kind of death. Thousands of soldiers and their families had their spirits raised when they listened to the moving poetry of the song. It was broadcast every evening on Radio Belgrade just before 10 o'clock, after their letters had been read out on the air. Auf den Soldaten hat das natürlich eine tolle Wirkung gehabt, weil er das Bild plötzlich gesehen hat von seiner Braut oder seiner Schwester, von seinen Eltern, von zu Hause, die Laterne, die Kaserne, wo er ausgebildet wurde. Also er hat irgendwie ein Stück Heimatgefühl gehabt und hat sich angesprochen gefühlt. Da durfte kein Kampf stattfinden um die Zeit. Da hörten die Waffen auf. Und die Engländer, die auf der gegenüberliegenden Grabenseite standen oder lagen, die hörten das auch. Und die Waffen schwiegen auch bei denen. Da brauchte gar keine Vereinbarung getroffen zu werden. Das hat sich plötzlich ergeben. Darüber habe ich viele Nachrichten bekommen und Briefe. Tatsächlich haben die 10 vor 10 aufgehört zu schießen. Da haben sie Lili Marleen gehört, vorher diese ganzen Briefe. Und wenn das letzte Ton verklungen war von Lili Marleen, dann ging das MG-Feuer weiter. Death, a stranger. The weapon, cold hard steel. The dying, by someone else. In his memory, there are no pictures of death, only the pictures of victory on the newsreel. Radio Belgrade broadcast his song to distant front lines. Terms like diversionary artist, black propaganda, don't mean anything to him. Also ich finde den Begriff Ablenkungskünstler finde ich ganz töricht. Der Künstler will ja immer Leute unterhalten und will ein Publikum haben und will sie bewegen und will ihnen etwas Hübsches vermitteln. Und das hat mit dem Krieg nun überhaupt nichts zu tun. Denn auch im Krieg wird ja immer noch Unterhaltung und Kunst geboten. Und ich finde, wenn man solche Gefühle der Menschen begleitet mit musikalischen Mitteln und unterstützt, dann ist das nicht Ablenkung und es ist auch nicht Todeshetze, oder, sondern dieses Gefühl, was die Menschen, das sittliche Gefühl, was die Menschen brauchen, um überhaupt kämpfen zu können, das wird auch in der Musik ausgedrückt.
Und je schlimmer der Alltag ist in einem Krieg und je grausamer, desto mehr lechzt der Mensch doch nach diesem, dass es nicht durchhalten soll, nach einer zweiten Dimension, wo er den Alltag im Moment mal vergessen kann. Und ich bin eigentlich froh, dass ich den Menschen noch eine Freude mache. Und wenn die lachen, wie viele Wehrmachtsabende bin ich aufgetreten im Krieg? Das war keine an der Front, das war in der Heimat. Aber ich habe mich gefreut, das waren Soldaten, die vielleicht morgen rausgehen. Aber ich sagte, die haben noch mal einen schönen Abend gehabt, an den sie noch lange denken können. Schon rief der Posten, sie blasen Zapfenstreich, es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würd ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. June the 22nd, 1941. The invasion of the Soviet Union began. This had to be accompanied by an inflammatory song. The Third Reich propaganda minister gave several composers the order to write marches for the campaign. Schultze was flattered by this honor. Goebbels listened to them playing their compositions over and over, but he didn't seem able to make a decision. Finally, after many hours of waiting, Reichsintendant Glasmeier phoned Schultze and his colleague Hermes Neel and called them to the radio station, where he told them about the great opportunity in store for them. Meine Herren, Sie sind ausersehen vom Minister Goebbels, das Lied für den Feldzug zu schreiben, das nun das endgültige sein wird. Er hat selbst aus den besten Texten einen Text zusammengestellt. Hier ist der Text, Sie bekommen jeder ein Zimmer hier mit Flügel und in 2 Stunden fahren wir zum Minister und dann spielen Sie ihm vor. Okay. Ich habe das mir auf den Flügel gestellt und habe das komponiert, so gut ich konnte. Hermes Neel dasselbe gemacht mit seinem Arrangeur. Nach 2 Stunden fuhren wir raus zu Goebbels in der Limousine mit Glasmeier, so eine große schwarze Limousine. Und Goebbels wohnte irgendwo draußen in Lanke. Ich weiß bis heute nicht genau, wo das liegt, irgendwo außerhalb von Berlin. Wir kamen dorthin, wurden von Frau Goebbels empfangen und sie hat gesagt, meine Herren, Sie müssen sich noch ein bisschen gedulden. Es war so nachmittags um gegen 6 oder 7. Sie müssen sich noch gedulden, darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten? Der Minister diktiert noch den Leitartikel für das Reich. Das war nämlich ein Sonnabendabend. Und am Sonntag musste ja dieser Leitartikel erscheinen. Und man hörte also durch die Tür, dass draußen der Goebbels auf und ab gegangen ist und hat mit lauter Stimme und das deutsche Volk wird in eines Tages und was weiß ich, was das alles erzählt hat, konnte man gar nicht genau hören. Aber ich habe mir das so vorgestellt, wie der so auf und ab geht und diesen Leitartikel diktiert. Und dann wurde als erster reingerufen Hermes Neel, hat gespielt, ich habe noch mit Frau Goebbels gesessen, ich weiß nicht mehr, über was wir uns unterhalten haben. Ich war ja noch nie da gewesen, ich kannte weder sie noch ihn. Und dann kam mit rotem Kopf, kam Hermes Neel raus mit seinem Mann. Und was ist, sage ich, ja, ja, und ich muss ändern. Nun kam ich rein, musste vorspielen. Und das muss ich vormachen. Ich kam also mit meinen handgeschriebenen Noten und da war eine Klavierbank, so wie hier, die kleine, ein bisschen länger. Und dann fing ich an, vorzuspielen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der Vortext ging. Irgendwas vorwärts nach Osten. Ich weiß nur noch der Refrain. Der Refrain war ja entscheidend. Und der lautete: Freiheit, das Ziel. Sieg, das Panier. Führerbefehl, wir folgen dir. Und da sagt
Goebbels plötzlich, darf ich mal einen Moment unterbrechen, setzte sich neben mich hier, guckte in die Noten und sagte, spielen Sie noch mal. Freiheit, das Ziel, ja gut, Sieg, das Panier, Führer befiehlt, halt, sagt er, passen Sie auf. Und jetzt machen Sie plötzlich, wir vor, warum das? Ich sag, naja, ich wollte so ein bisschen nicht zu primitiv weitergehen, sondern ein bisschen mehr künstlerisch oder mehr auch in alten Stil irgendwie. Wir vor, sagt er, lassen Sie mich mal. Und dann setzte er sich da hin, guckte in die Noten. Ich dachte, was, der kann Noten lesen? Er konnte. Und machte Freiheit das Ziel. Sieg das Panier. Führer befiehlt. 2, 3, wir folgen dir. Ist das nicht besser? Und ich musste sagen, jawohl, Herr Minister, das ist populärer, nicht? Sagt er, das andere kann doch kein Land versingen, ändern Sie das. Und ganz einfach, Führerbefehl, 2, 3, wir folgen dir. Sagt er, ja, ist gut, ändern Sie das. Sagt er, nicht gut. Wir haben aufgenommen, mindestens bis 1:30, dann war endlich alles drauf. Und dann sagte ich, was ist nun? Ja, jetzt wird das durchgespielt zum Minister nach Lanke. Ich sage, dann warte ich hier, ich will ja die Entscheidung wissen. Nein, nein, Sie können ruhig nach Hause gehen, das kann länger dauern. Spätestens um 3 Uhr bei den Nachrichten. Also ich nach Hause, meine Frau sagt, jetzt kommst du endlich schlafen. Ich sage, jetzt kann ich nicht schlafen, ich muss jetzt hören, was los ist. Achtung, Achtung, da kommen schon wieder Nachrichten um 2 Uhr. Noch nicht, kein neues Lied, alte Märsche, Sondermeldung, die nächste Sondermeldung um 3. Sagt, jetzt kannst du dich hinlegen. Ich sage, nein, ich kann mich nicht hinlegen, ich muss jetzt wissen, ob mein Lied kommt oder nicht. Und um 3 Uhr geht es los. Dum, 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 bam, 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 bam. Mein Lied, habe ich gesagt, Gott sei Dank. Mensch, und das hat geklungen, die Fanfaren genau, wie ich mir gedacht habe. Und dann die Streicher dazu. Also es war einfach für mich ein großer persönlicher Erfolg. Und den habe ich genossen. Noch was? Noch Fragen? We're fighting for Germany. Build up the grey ranks. The time has come. To the east, stormtroopers. Führer, give us your orders and we'll follow. Ja, ich habe eigentlich immer auf Texte gearbeitet, die vorhanden waren. Also ich habe nie eine Melodie geschrieben und dann einen Text gesucht oder einen Textdichter beauftragt. Das gibt's gar nicht bei mir. Texte waren zuerst da. Und Texte haben mich auch angeregt. Und da habe ich gesagt, ja, der Text ist schön, den finde ich gut. Also ich fand die Texte gut, die ich komponiert habe. Denn auch Panzer in Afrika zum Beispiel, nur als Beispiel. Das waren für mich also deutsche Soldaten, die im Wüsten sind, ach du lieber Gott, die armen Kerle, und denen ein bisschen Mut machen, das hielt ich für ein legitimes Anliegen und das habe ich gern gemacht. Und da hieß es, Panzer rollen in Afrika vor, na klar. Und das habe ich versucht, schön zu komponieren, damit die singen können. Also bei den ganzen Kriegsliedern habe ich die Texte gekannt. Ich habe auch furchtbar viele Texte abgelehnt, weil ja jede Radfahrkompanie wollte ein Lied für sich haben. Und da habe ich gesagt, nee, Kinder, also nun, das geht nicht mehr. Das ist zu albern.
Ach, das ist ein wunderschönes Lied. Das muss ich unbedingt mal sagen. Also nur den Refrain, ja? Jetzt muss ich mal mit dem Stuhl kommen. Das hat den schönen Refrain. Heimat so weit von hier, Heimat, dich grüßen wir. Für dich, da fahren wir den lauernden Tod im Torpedorohr. Ran an den Feind, U-Boote vor. Heimat so weit von hier und so, und dann U-Boote vor. Naja, das war die Zeit. The Fatherland, homesickness. Torpedoes, the hard reality. A minor key, the key of aggression, for a moment. A modulation. Two minor chords. Death en passant, almost irrelevant, leaving a kind of enticing sweetness. Und ich war auch immer sehr stolz, wenn man mir gesagt hat, also diese Melodie, das ist ja wie ein Volkslied. Das wurde ja auch von Lili Marleen gesagt. Und das trifft auch zu, selbst in Liedern, die ich also für den Krieg geschrieben habe, für die U-Boot-Waffe zum Beispiel. Heimat, dich grüßen wir, Heimat, so weit von hier. Das war mir ein größeres Anliegen als der übrige Text. Was, Herr Kavoy? Den besten Töter die höchsten Ehren. Kurt E. Walter was also exempted from military service to write the lyrics for the submarine song. They had both done their duty, and now they sat at home, working on an opera called Heart of Stone. A fairy tale, a fantasy. Es war für mich wie ein großes Wunder, dass mitten im Krieg, in diesen schrecklichen Zeiten, wo ich aus Berlin kam, aus der rauchenden Saarlandstraße, in das heile Leipzig, wo noch keine Bombe gefallen war, und wo ich nun eine Uraufführung erlebte mit wirklich friedensmäßigen Mitteln, einer Riesenausstattung, irrsinnig viele Kostüme, ein Riesenaufwand, Chor, Orchester, also eine friedensmäßige, tolle Inszenierung dieser Märchenoper, dieses Traums, ganz hervorragend besetzt und für mich ein ganz großer Triumph. Nur die vierte Vorstellung fand nicht mehr statt. Ich bekam ein Telegramm, Sie brauchen nicht mehr zu kommen, das Theater ist kaputt. Ich dachte sofort an meine Noten, dachte, nun ist alles hin. He didn't have to worry long. The best people were needed once again. For the production of Kohlberg, the last major propaganda film of the war. Aber später, wenn ich dann an Kohlberg-Film kam, da habe ich zum Teil selbst geglaubt, jetzt mache ich etwas ganz Wichtiges, damit das deutsche Volk hier nicht in die Knie bricht, sondern sich wehrt bis zum Letzten für eine Idee. Wenn heute das Volk aufsteht, Majestät, dann ist es beseelt von jener geheimnisvollen Kraft und dem Beispiel, das ihm die Kolberger einmal gaben. Sie trachten danach, den Bürgern von Kolberg zu gleichen. Sie wollen die Fesseln endgültig abschütteln. Das Volk steht auf zur kommenden Völkerschlacht, Majestät. Der Sturm bricht los! Hieß es also, Sie machen diesen Film. Da hat mich der Produktionsleiter gefragt, wie ist Ihr Honorar? Und ich sagte, 10.000 Mark. Es war damals, also war ich geklettert bis zum höchsten Honorar, 10.000 Mark. Und dann gab es einen Gagenstopp. Mehr konnte ich gar nicht verlangen. Selbst bei der besten Konjunktur. Und dann sagte ich dem 10.000.
Und ich weiß, dass es Kollegen gab, die mehr hatten, die also schon länger beim Film waren, wie Mark Heben und so. Und da sagte der mir, der Produktionsleiter, also das kann ich gar nicht reinschreiben, ich schreibe 15, sind Sie einverstanden? Ich sage, natürlich bin ich einverstanden, aber ich mache Sie aufmerksam. Ich stehe da unter Gagenstopp, aber doch nicht für den Film. Sagt er, das ist ein Film der Nation. Das ist direkt, das ist, kann ich gar nicht reinschreiben, 10, also 15. Sag ich, bitteschön, bitte. At the point when German history reached its deepest trough, his career was at its peak. They were working in Prague, the only city where the film studios were still intact. Wir hielten uns alle, auch Lieben einer und Sohn Idelhoff, alle, die da so mitgemacht haben, und die Schauspieler, wir hielten uns irgendwie für Privilegierte, mit Recht Privilegierte, die eigentlich diesen Dreck, der geht uns eigentlich nichts an. Wir sind ja doch Künstler, wir sind doch, wir machen doch ganz was Tolles. Wir sind ja auch kriegswichtig, sonst wären wir ja nicht vom Kriegsdienst befreit. Wir sind Privilegierte und am nächsten Tag geht die Arbeit weiter und da sagt man, hat doch gar keinen Zweck, darüber nachzudenken. Komm, wir machen das. Klappe, nächste Aufnahme. Nein, sind da. Ich habe noch niemals vor einem Menschen gekniet. Jetzt tue ich's. Wolfgang, darf's nicht aufgegeben werden. Nein, sind da. So wollte ich's von Ihnen hören, Nettelbeck. Jetzt können wir zusammen sterben. Das war das Atelier, das war eine Welt für sich und der, draußen der Krieg, den haben wir ja kaum gespürt. Den haben wir bei Kolberg ganz am Schluss erst gespürt, wenn also bei der Mischung wir überhaupt keinen Strom mehr hatten und dann nur noch nachts arbeiten konnten von 4 bis 7. Die übrige Zeit gab es überhaupt keinen Strom mehr. Weil der wichtigste Strom musste für die Industrie noch bleiben. Und die Haushalte hatten schon längst keinen mehr, da war immer Stromsperre. Und das, da haben wir es gespürt, wir haben ja sonst kaum was mitgekriegt. Sondern wir haben eben unsere Arbeit gemacht, wahrscheinlich ganz bewusst gesagt, Kinder, es ist alles furchtbar. Es ist eine Untergangsstimmung schon, eine Weltuntergangsstimmung. Aber wir wollen auf diesen Vulkan noch eine Zeit lang tanzen. Und im Park waren wir so privilegiert, dass es Lokale gab, wo wir essen gingen und wo wir eben ohne Marken alles bekamen. Und uns hat das überhaupt nicht gestört. Und wir wussten doch, dass die Leute hungern. Das Stimmung schon eine Weltuntergangsstimmung. Aber wir wollen auf diesen Vulkan noch eine Zeit lang tanzen. Am 21. Januar 1945 wurde mein Sohn Christian geboren und die Nachricht erfuhr ich in Prag. Und ich war in meinem Hotel und ich weiß noch genau, ich hatte irgendein Mädchen im Arm und das Telefon schellte und ich sagte, Moment mal. Und dann sagte ich, ach du Liebe, meine Frau hat ein Kind gekriegt, ich bin so Vater geworden, ich habe einen Sohn bekommen. Ja wieso, die Stimmung war damals so. Jeder von uns hat so viel Flaschen Schnaps sich besorgt, wie ihm nur möglich war und so viel Mädchen vernascht, wie ihm nur möglich war, weil wir alle das Gefühl hatten, morgen ist ja zu Ende, kommt, lasst uns heute noch mal richtig einen drauf machen, wie man so schön sagt. Ja? Ich erinnere mich, dass ich noch einmal nach Prag gefahren bin, um Kaffee zu holen und hatte also meine kleinen Kaffeesäckchen Rohkaffee dort gekauft. Da gab es das eben noch schwarz. Ich erinnere mich, als ich zurückkam, dass wir über Dresden kamen und dass Dresden rauchte. Da war gerade der große Angriff gewesen in Dresden. Und wir sind durchgekommen. Es ist auch ein Wunder, dass die Eisenbahn überhaupt noch fahren konnte. Die konnte da durch. Und wir sahen die rauchenden Trümmer von Dresden.
Dann kamen also die russischen Panzer, die hörte man draußen auf der Zehlendorfer Chaussee, dieses ratternde Geräusch. Und dann wurde es wieder still. Und dann kamen die ersten über den Gartenzaun gesprungen, Radfahrer mit einer schwarzen Uniform, Russen, und wollten bei uns ins Haus. Und dann stand meine Frau in der Tür, die Iva Vanya, die kleine Person, hatte sich bulgarisches Kleid angezogen und hat die Russen begrüßt. Straßburgier, Kamerad und so weiter. Und der sagt, wieso kannst du Russisch? Hat sie gesagt, wieso ist das verboten? Ich bin Bulgarin, wir haben das auf der Schule gelernt. Ach, hat er gesagt, sind hier Nazis? Ach, hier sind doch keine Nazis. Im nächsten Haus? Auch nicht. Hier gibt es überhaupt keine Nazis. Da gehen wir weiter, in der Stadt, da gibt es welche. Und die weiter. Dann kam der nächste Punkt. Und es wurde immer romantischer und immer, ich habe das zum Teil gar nicht mitgesehen, sondern das hat sie mir dann erzählt, nicht? Denn ich war auf dem Dach, Kurt Walter auch und noch ein paar Leute aus der Nachbarschaft. Wir saßen also auf dem Dach und die Leiter war hochgenommen, es konnte keiner rauf und wir hörten das nur immer unten. Hörten, ah, jetzt wieder ein Russe da, guck mal, sie spricht mit ihm. Was sagt sie ihm? Also sie lacht, das ist doch Gott sei Dank, ist doch gut. Ah, die sind schon wieder weg. Na komm, erzähl, was war denn? Und dann kam sie und sagte, hier habt ihr Brot. Ich habe von denen Brot gekriegt. Oh, ist ja toll, komm her. Und da haben wir wochenlang haben wir auf dem Dach gelebt, weil man nie wusste, ob noch welche kommen oder nicht kommen und so. Man musste immer. Dann kamen welche, die wollten nur Wasser haben. Dann hat sie gesagt, da bleibt ihr stehen. Keinen Schritt weiter. Ihr bleibt da an der Tür stehen. Und die mit solchen Gewehrkolben. Und plötzlich sagt sie, Norbert, ach, da, jetzt ist es soweit. Jetzt hat sie sagen müssen, dass, ja, was ist? Komm mal runter. Was? Ich zitternd runter. Sagte, die wollen Musik hören. Ich habe denen erzählt, die haben gesehen, da ist ein Klavier. Da habe ich gesagt, du bist Musiker. Kann der spielen, haben die gefragt. Hat sie gesagt, ja, nur lass ihn doch kommen. Und dann hat sie gesagt, der ist gar nicht da. Und dann musste ich, ah, spiel mal. Ah, ich, also zitternd, eine Stimme. Ich sah nur den mit diesem Maschinending, ah, denke ich. Ne? Aber was Russisches, ah ja, was Russisches. Ach, und der schmolz dahin und war so glücklich. Und dann noch weitere russische Lieder, alles, was ich noch konnte. For a while, uncertainty. Then things took their course. Ja, ich habe erwartet, dass ich also mindestens als immerhin ein Parteigenosse von Hitler bestraft werde und eingesperrt oder an die Wand gestellt oder eingesperrt in ein Lager. Nichts dergleichen geschah. Als die Amerikaner nach Berlin kamen, da fing für mich überhaupt das Leben wieder an, denn ich geriet eines Tages in einen amerikanischen Club und wurde entdeckt als der Komponist von Lili Marleen. Das ergab sich durch Vermittlung von Rolf Italiander, der mich nun überall herumführte und sagte, das ist der Komponist von Lili Marleen. Und das war eine große Sensation für die Amerikaner, die alle dieses Lied kannten. Also ich wurde ein beliebter Gast in den Clubs. Und das kam sogar so weit, dass ich eingeladen wurde, sehr häufig, bei einem Kommandeur der Militärpolizei, der Bob Giel, und der sagte zu mir, Norbert, kannst du nicht für meine tapferen Militärpolizisten auch ein Lied schreiben, ein Marsch? Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, nun ausgerechnet noch ein Marsch. Das habe ich gedacht, das ist nun für mich zu Ende mit Märschen. Da fing das aber wieder an und er ließ auch nicht nach. Und sein Major hat einen Text geschrieben und mir den vorgelegt. Und das war so ein netter Gastfreund, dieser Colonel Schiel, dass ich gesagt habe, da kann ich nicht widerstehen. Also ich habe ihm einen Marsch geschrieben für seine MP. Und das wurde dann in seinem Club auch aufgeführt. Der klang natürlich ganz genau wie die Märsche, die ich für die Nazis geschrieben hatte. Ja, genau. Es war genau derselbe Stil, so als hätte ich nur fortgesetzt.
Ich bemühte mich um meine Entnazifizierung. Und dafür war eine Kammer zuständig unter Herbert Maisch, dem Intendanten meiner Frau von früher, den ich ja sehr gut kannte. Und der sagte mir, also Herr Schultze, das wird sehr schwierig werden. Sie waren Parteigenosse und Sie haben so viele Nazi-Lieder geschrieben. Der nannte das auch so, Nazi-Lieder. Und der sagte, Herr Schultze, Sie haben überhaupt keine Chance, hier in der russischen Zone und Berlin entnazifiziert zu werden. Ich kann Ihnen nur raten, gehen Sie in den Westen, denn Sie sehen ja, Wolfgang Liebeneiner ist gerade entnazifiziert worden. Dort ist es eine Kleinigkeit, dort werden Sie entnazifiziert. Und ich sagte, ja, wie soll ich denn in den Westen? Ich hatte ja einen Stempel in meinem Ausweis, wonach ich auch überhaupt Berlin nicht verlassen durfte. Also konnte ich nur grün, heimlich, über die Grenze und bin mit einem französischen Militärzug aus Berlin rausgefahren, kurz vor der Blockade. Sie haben mich verurteilt, als Mitläufer eingestuft, zu einer Geldbuße von, wenn ich mich recht erinnere, 2000 Mark. Es kann auch mehr sein, weiß ich nicht mehr genau. Und war eigentlich ganz glücklich, dass man nichts anderes gesagt hat. Man hat gesagt, gut, er war ein Mitläufer. Ich habe das nie bezahlt, denn sie hatten vergessen zu sagen, an wen ich das zahlen muss. Und sie haben auch nie das eingefordert. Und da habe ich gedacht, naja, also freiwillig tue ich es nicht. War ich denn ein Nazi? Ich hätte also immer gesagt, natürlich nicht. Wieso, ich war doch kein Nazi. Und da spielt es keine Rolle, ob ich Parteimitglied war oder was ich gemacht habe. Das war eben die Anpassung. Aber ich war doch kein Nazi. Also ich fühlte mich eigentlich nicht betroffen. War ich denn ein Nazi? His uncle. The story about the devil. Richard Ravey, director at the Munich Kammerspiele, had emigrated to America in 1938. After the war, Norbert Schultze turned to him for help. Als ich die Verbindung wieder aufnahm, dem musste ich ihm erklären, was ich nun inzwischen gemacht hatte. Und warum ich in die Partei eingetreten war und dass ich Lieder geschrieben hätte wie Bomben auf England und so. Und da bekam ich von ihm nur eine kurze Antwort. Da schrieb er mir, lieber Norbert, du hast den Teufel am Hintern geküsst, das wischt dir keiner mehr ab. Dein Richard. Noch eine Frage? He leaves. But not because of what just happened. He's only taking a short break and a sip of red wine. Time was always on his side. No breaks. No hiccups. He started working for the cinema again straight away. Und so kriegte ich meinen ersten Film. Eigentlich kam zuerst noch ein lächerlicher Film. Hallo, Sie haben Ihre Frau vergessen. Aber gleich als zweiter dann der sehr schöne Film Es kommt ein Tag mit Maria Schell und O.W. Fischer. Zum ersten Mal dieses Paar beieinander. Zur selben Zeit drehte Liebeneiner in Göttingen, Liebe 47, nach Borchert. Und der Film hat überhaupt nie gefragt nach meiner Vergangenheit, ob Nazi oder nicht Nazi. Ich nehme an, dass der ganze Film von Reaktionären durchsetzt war und wahrscheinlich auch von vielen Nazis. Jedenfalls dort gab es überhaupt keine Frage. Ich bin also
überhaupt nicht gefragt worden nach früher und warum hast du das geschrieben oder wie konntest du oder was, sondern es wurde wirklich nur gefragt, was kannst du uns jetzt für Musik machen? Und ich war nach kurzer Zeit eigentlich im Film gut drin. In der Heimat, an der Vorderkant, 3 Meilen vor der See, stand im weiten, grünen Binnenland unser Haus an der Elbschusssee. Fröhlich spielten wir, Mart und Strüermann, rochen nachts im Bett noch nach Teer. Wir heuerten im Waschfass an, wollten hinaus aufs Meer. Wollten hinaus aufs Meer. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm uns mit in die weite, weite Welt. Wohin geht, Kapitän, deine Reise? Bis zum Südpol, da langt unser Geld. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne. Nimm uns mit in die weite Welt hinaus. In der Heimat erblühen meine Sterne. In der Heimat bei Muttern zu Haus. In der Heimat erblühen meine Sterne. Nimm mich mit, Kapitän, nach Haus. Ja, ich war sehr beschäftigt. 50er und 60er Jahre waren für mich also sehr fruchtbare Jahre im Film. Dazu gehört vor allen Dingen auch das Mädchen Rosemarie. Die späteren Filme, Rittmeister Brunswick war auch ziemlich früh, glaube ich, mit Forster noch. Also die Daten bringe ich alle durcheinander, was so nach dem Kriege war. Bis dahin ist das für mich noch alles ganz klar. Aber dann, ob 56 oder 66 oder 72 und so, ist für mich eigentlich alles dasselbe. Es war Alltag geworden, Filme zu schreiben, im Atelier zu stehen. Und es war, man hat seine Arbeit gut gemacht, so gut man konnte, ja, und auch interessiert gemacht. Aber es hat einen nicht mehr so aufgeregt oder bewegt und richtig umgekrempelt. Ich habe auch noch Filme gemacht oder Fernsehmusiken. Ich habe für Kinderfernsehen gearbeitet, Till und der Junge von nebenan oder solche Sachen. Aber es war nicht mehr wichtig, sondern wichtig waren mir dann eigentlich die GEMA und der der Komponistenverband, also Organisationen, die sich auch mit sozialen Dingen befassen und meine GEMA Sozialkasse. Da fühlte ich mich zu Hause und da hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich auch was für Kollegen tun kann und dass ich was bewirken kann. Es war also nicht nur soziales Engagement für andere, sondern es war auch natürlich dabei, ich wollte ein kleines Gegengewicht, dann hätte ich sagen können, naja, aber ich bin auch in dem Verband da, im Präsidium und so, also mal vorsichtig, ne? Mir geht es ja unverdient gut. Ich lebe ja von meinen Tantiemen, also von den größeren Erfolgen, also von Lili Marleen, von Schwarzer Peter noch ein bisschen, davon eigentlich nur, ach, ich habe in meinem Herzen, was eben mal durch den Film bekannt wurde, und dann noch nehme ich mit Kapitän auf die Reise. Ich habe alles gern geschrieben. Musik ist überhaupt schön. The room was bare, severe, white. He loved to talk, although at times he would stop. Thoughts that he had not allowed into his memory a long time ago. He had always admired beauty,
and talked about his life, which was safely stored in his memory, in books, yellowed photographs and documents, as though it were a report from some past era, as though its continuity was something natural, as though no one had conceived those deadly racist nightmares, those ghosts of German megalomania which still haunt us. A chair in the middle of the room. The room was empty. But his songs will continue to fill new rooms. He feels at home at the piano, where the difference is clear between the black notes and the white notes. Wir fühlen in Horsten und Höhen des Adlers Friedensglück. Wir stürmen zum Tor der Sonne empor, wir lassen die Erde zurück. Kamerad, Kamerad, all Mädels müssen warten. Kamerad, Kamerad, der Befehl ist da, wir starten. Kamerad, Kamerad, die Losung ist bekannt. Renn an den Feind, renn an den Feind, Bomben auf England. Heimat so weit von mir, Heimat, dich grüßen wir, für dich da fahren wir den lauernden Tod im Torpedorohr. Ran an den Feind, U-Boote vor, U-Boote vor. Wundersam ums Herz.